Seine Grüße reisen nach ihm, seine Kopfhörer grüßt und dein Yoshi. Vermagst du meine Frage zu beantworten, natürlich. Welches ist das einzige Land, das ich über die Hagen des Sphinx noch nicht bereist habe? Wüstenland war's. Wüstenland bin ich mir gerade sicher. Forstland war A, oder? Doch, das war glaube ich schon. Küstenland war A, ich glaube. Aquils Königreich? Ja. Ich bin jetzt hier gerade Küstenland, oder? Oder ist es da wieder. Nimm das. Kacke. Eine Ewigkeit später. Königreich. So, und so bekommt ihr schon mal ein großes Herz, das auf eurer Reise sicher nützlich sein kann. Allerdings gibt es noch vier weitere finale Fragen. Haha, ihr Reißer und dein Kopfbelehrungskumpel hat euch meine gewöhnte Aura eingeschüchtert. Das war Absicht. Ihr habt Fragen, alle beantwortet, da kommen wir zum großen Finale. Los geht's. Welches der beiden Attribute trifft nicht auf mich zu? Hier müsst ihr Blumen züchten nehmen, weil dort war er als einziges nicht. Ja, das ist richtig. Deswegen ein helles Köpfchen nicht da. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. So, drei Fragen noch. Falls du der Meinung sein solltest, ich verrate dir die Antwort rundheraus, wie es meine Art ist, sodass du es gleich nochmal versuchen kannst. Wahrscheinlich. Dann hast du dich gewaltig geschnitten. Mach dich auf was gefasst. Hier kommt die nächste Frage. Welche ist die einprägsamste Erinnerung an deine Weltreise? Ja, natürlich die Sphinx-Gespräche. Also das weiß doch jeder nur. Ja, und ob das weißt du schon mehr. Sicher schon. IQ. Es waren noch wenige Fragen zu beantworten. Nämlich noch genau zwei. Noch zwei, genau. Warum stelle ich diese Fragen? Und hier müsst ihr nehmen nur zum Reden. Genau. Zack. Und ich sollte mich nicht mehr über deine korrekten Antworten wundern. Ja, verdammt. So, eine noch. Die letzte. Welche abschließenden Worte halte ich für dich parat? Und zwar, danke sehr. Es hat das andere zwar auch Sinn gemacht, aber ich habe es ausprobiert, das ist das Einzige, was stimmt. Haha, ich muss mich richtig bei euch bedanken, dass ihr die Zeit genommen habt. Ein Bestreben war es, mit meinen Fragen Freunde auf der ganzen Welt zu finden. Darum brach ich zu meiner Reise auf, von Land zu Land. Und letztendlich traf ich auf euch beide. Dafür bin ich sehr dankbar, das war ganz wunderbar. Und jetzt schaltet ihr ganz viele Coins frei. Wie viele sind, werde ich jetzt einblenden, das muss ich nochmal genau zählen, ne? Auf jeden Fall werde ich jetzt mal kurz Speed upen für euch. Da liegen einige Münzen herum, die kann man sich auf jeden Fall mal mitnehmen. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Danke halt fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, da kann gerne ein Like und ein Abo da lassen, um keine weiteren Mario Odyssey Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Do it! Just